Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute gerne mal ein Messer vorstellen. Und zwar das Messer von dem Gunther. Dies ist ein Küchenmesser. Und zwar ein besonderes. Das ist ein japanisches Küchenmesser, das dafür geeignet ist, Fleisch und Fisch zu zerteilen, aber auf eine besondere Weise, um daraus Sushi zu machen. Ich werde das auf mehreren Teilen ausüben. Heute mehr zum Theoretischen und morgen bzw. die nächsten Tage praktische Anwendung. So, im Vorneweg, das ganze Messer wiegt, ich habe es mir aufgeschrieben, 288 Gramm. Klingt relativ viel für ein Messer, da es aber eine sehr stabile Klinge hat. Es ist wirklich sehr stabil. Es hat gute 5-6 mm Klingenbreite, da es aus einem Ziehmesser gefertigt wurde. Ich habe mich mit Gunther unterhalten und er sagt, dass er so ca. 50 Jahre alt sein könnte. Man weiß ja eher selten, wo alte Sachen herkommen. Bei der Verarbeitung ist ihm aufgefallen, also er meint zumindest, dass es so etwa die C60 Stahlmenge ist, also ein Carbonstahl. Der Handgriff selber, den hat er aus Grenadil und Messing gefertigt. Sitzt wunderbar in der Hand, kann ich nicht anders sagen. Er ist top. Es ist nicht irgendwie unkomfortabel oder irgendwas. Die Klinge selber ist rasiermesser scharf. Man kann es anhand von meistens seinem Arm am leichtesten erkennen. Und man sieht, hoffe ich, da sind meine Haare. Jetzt natürlich weniger auf dem Arm. Ein paar Mal schon ausprobieren. Wenn man sich die Klinge selber anguckt, weiß nicht, ob man es jetzt auf dem Video sieht. Sie ist sehr poliert, aber nicht zu so einem sehr Hochglanz. Verfahren ist persönlich für mich für ein Küchenmesser total unnötig. Es soll zwar gut aussehen und gut arbeiten, aber dass es jetzt hochglänzend ist, ist unnötig. Kein Messer ist in der Lage, sei es noch wie unpoliert, Bakterien oder dergleichen zu übertragen. Es ist immer nur die Sache, die am Messer dran ist. Also wenn man jetzt Fisch geschnitten hat, ist ja natürlich die Fisch Flüssigkeit, also der ganze Zellstoff noch am Messer dran. Wenn man dann Fleisch schneidet, überträgt man diese Bakterien. Das Messer selber, also das Metall, kann nichts übertragen. Auch wenn Sie ein Messer vor 3 Monaten letztes Mal abgewaschen haben, kann es keine Bakterien übertragen. Es funktioniert nicht. So, der Handgriff selber habe ich abgemessen mit 12,5 cm. Ich habe eine normale Hand, denke ich mal. Und es steckt ein Stück hinten raus, so wie es sein soll. Ein normales Küchenmesser ist nicht wesentlich länger, sollte auch nicht wesentlich größer sein. Ich bin vom Beruf Koch schon viele Jahre und die meisten meiner Messer haben kleine Griffe. Das ist einfach nur, wenn man mehrere Stunden damit schneidet, was man ja als Koch tut. Und da es ein Kochmesser ist, sollte es ja für meine Art von Beruf hergestellt sein, ist es besser, das Messer klein, also den Griff klein wie möglich zu halten und eine Balance in der Klinge zu schaffen. Diese in dem Falle ca. 6 cm vom Griff entfernt ist. Also ich habe es vorhin ausprobiert. Hier irgendwo war es. Da ist der Balancepunkt. Das bedeutet, die meiste Kraft, die man einwirkt, ist hier. Also diese 6 cm ist da, wo meine Kraft direkt, also wo die Kraft von meiner Hand direkt übertragen wird. Weil da vorne wird es weniger. Aber auch nicht deutlich weniger, sondern einfach nur dort ist es am einfachsten. Man hat den geringsten Aufwand, man hat den geringsten Widerstand. Die Breite der Klinge sind 3,5 cm. Mehr als genug, um große Fische zu zerteilen. Wie gesagt, morgen kommt der praktische Beweis, warum und weshalb. Heute ist das Theoriewissen da. Und dieses Messer ist sogar für Linkshänder. Ich bin Linkshänder. Also wenn man mit rechts diese Art von Messer benutzen will, müsste die Klingenseite auf der anderen Seite, also diese, der Schrägschliff, müsste auf der anderen Seite sein.
Wenn man nicht wie normale Küchenmesser einfach so benutzt, sondern die werden besonders angewandt. Und wie gesagt, das zeige ich morgen, das würde ich heute noch nicht vorwegnehmen. Die Schnittfläche, also wirklich die untere, wo die eigentliche Klinge ist, ist 23 cm lang. Man hat mir in der Ausbildung beigebracht, das Messer soll viermal länger sein als seine Schnittfläche, also das Schnittgut, was du schneiden möchtest. Das heißt, bei 23 cm kann ich gut 6-7 cm breite Sachen schneiden, um einen geraden, ohne Zickzack-Schnitt herzustellen, was zum Beispiel bei Köchen bei sehr hoch, ja, hochtragende Sachen, die dann nicht mehr gegart werden, wie zum Beispiel bei Sushi, wofür ein Messer hergestellt wurde. Ja, da muss ein gerader Schnitt erzeugt werden, dass es nicht aussieht als, naja, wie soll man das erklären, als ob da jemand mal eben so gemacht hat. Das soll nicht sein. Dafür haben wir ja lange Messer. Und ein wunderschönes dazu. Es ist wirklich, ich habe es halt bekommen. Ich hätte es mir nie so vorgestellt. Also nicht bekommen, ist nicht meins, das gehört immer noch runter. Ich darf es nur testen. Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Ja, soweit denn nichts mehr. Dann noch zum Verarbeitung selber. Also, da es ja mal ein Ziehmesser war, ist es ja sehr dick. Und über die Jahre natürlich, oder beziehungsweise in der Herstellung hat es kleinere, ich nenne es nicht Macken, aber Einkerbungen, die wahrscheinlich früher natürlich beim Ziehmesser nicht so wirklich wichtig sind, die es aber sehr markant machen. Und ich persönlich finde es sehr schön. Also, es ist nichts Unschönes, nichts Schlechtes. Wenn man, da es ein Ziehmesser war, also hieß, an beiden Seiten war ein Handgriff, der so nach unten geht. So dieser Handgriff sozusagen nach unten. War natürlich hier noch mehr dran. Und eins muss ich sagen, es ist ein sehr sauberer Schnitt. Es ist nichts abgeplatzt, nichts gerissen, nichts irgendwas. Der Gunther hatte es, nachdem er es bearbeitet hat, nochmal neu. Hitze, den Hitzeverfahren unterführt, das heißt, er hat es nochmal gehärtet. Durch das viele Schleifen, Polieren, das Schneiden, würde das Metall an den Stellen weich werden, das heißt, und nicht so lange die Schnittfläche halten oder beziehungsweise nicht die Stärke haben, wie es jetzt hat. Und wie man sieht, wenn ich es probiere zu biegen, da ist nichts. Also, ich krieg's nicht gebogen, nicht bei der Stärke. Natürlich weiterhin möchte ich es nicht probieren, der Handgriff ist nicht so stark, also nur die Klinge selber. Also das Innere des Handgriffs, wie man ja sieht, ist es ja nicht etwas, was man Full Tang nennt, also wo die Klinge den kompletten Handgriff noch einnimmt, beziehungsweise der Stahl, die Klinge selber ist ja nur vorne, sondern man steckt es hinein, verklebt es, beziehungsweise man brennt es ein und verklebt es dann. Und diese Art von Griffe wird zum Beispiel in der Küche häufig verwendet, weil man so an Gewicht sparen kann. Wohingegen man, sagen wir mal, jetzt, wenn man ein Outdoor-Messer macht, also so ein Bushcraft-Messer oder ein Camping-Messer, man meistens auf solche Art Messer verzichtet, sondern Full-Tangs sind. Also das sind dann, so wie der Handgriff ist, so sieht auch dort der Hand, also das Teil der Klinge hinten aus. Und bei dem hier sieht man ja natürlich, dass er nicht Full-Tang ist, weil man würde sonst das Metall außen rumlaufen sehen. Dieses Reinigesteck, was total okay ist, für ein Küchenmesser mehr als ausreichend. Mehr braucht man nicht. Und nur so nebenbei, das sieht solide fest. Da wackelt nichts, da bewegt sich nichts. Ich habe vorhin kurz mal probiert, nur einen Pfirsich zu schneiden. Ist eigentlich, die sind ziemlich reif, die sind sehr weich. Eine schwere Tätigkeit. Eine sehr schwere Tätigkeit für ein Messer. Kaum ein Küchenmesser kann weiche Sachen schneiden, außer der Koch hält es immer scharf, beziehungsweise die Hausfrau. Wenn das Messer stumpf wird oder die Klinge wesentlich zu dick ist, schafft es das Messer nicht. Da kann der Koch noch so gut sein oder die Hausfrau. Kein Messer schafft etwas Weiches zu schneiden, wenn es stumpf und zu dick ist. Aber wie gesagt, diese 6 cm sind oben. Wie man ja sieht, hier vorne am Querschnitt sieht, oben sind es 6 cm, 6 mm. Und hier drunter bis auf 0,5 mm. Also wirklich sehr fein. Schneidet wunderbar. Also hat ohne Probleme den Pfirsich durchgekriegt. Ich habe davon leider kein Video gemacht. Aber morgen ist noch ein Tag. Morgen gibt es das Praktische. Vielleicht ein bisschen Fleisch, vielleicht ein bisschen Fisch. Na, mal gucken, was der lokale Markt hergibt.
Dann schauen wir uns mal an, was man so machen kann. Sushi gibt's nicht, das kochen wir mal nicht. Also, bis morgen. Ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns wieder.